Carlo von Tiedemann, bitteres Aus für die Moderationslegende. Seit mehr als 50 Jahren moderiert Carlo von Tiedemann beim NDR und begleitet das Publikum mit seiner guten Laune durch den Alltag. Doch damit ist nun Schluss. Carlo von Tiedemann ist ein echtes Urgestein der deutschen Medienlandschaft. Zuletzt moderierte er die Sendung Große Freiheit im NDR. Doch der 79-Jährige hat eine radikale Entscheidung getroffen, mit der niemand gerechnet hat. Carlo von Tiedemann. Gesundheitliche Probleme machen ihm das Leben schwer. Still und leise hat Carlo von Tiedemann seinen Abgang von der großen Bühne gemacht. Denn eigentlich moderiert der Radio-Showmaster jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr die Live-Show Große Freiheit beim NDR. Doch damit ist offenbar Schluss. Denn die Sendung ist aus dem Programm geflogen. Die letzte Show des 79-Jährigen wurde wohl bereits am 1. Juli ausgestrahlt. Doch was ist der Hintergrund für diesen drastischen Schritt? Punkt. Grund dafür soll der gesundheitliche Zustand des Moderators sein, wie Mopo vom Sender NDR erfahren hat. In der Vergangenheit hatte Carlo von Tiedemann öffentlich bekannt gemacht, dass er an der Herzkrankheit Amyloidose leide und sogar einen Schrittmacher tragen müsse. Dennoch muss die Hörerschaft nicht ganz auf ihren Moderationsliebling Carlo von Tiedemann verzichten. Denn NRD gab gegenüber der Hamburger Zeitung Mopo an. Ab sofort ist Carlo immer am Sonnabendvormittag bei Ilka Petersen zu Gast mit seiner neuen Rubrik Carlo kennt sie alle. Immerhin, auch wenn es nicht dasselbe sein wird.